Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil, Neumond in der Waage auf Stiergraden im vierten Haus. Mondherrscher des ersten Hauses, Herrscherin des ersten Hauses, Sonneherrscher des zweiten und dritten Hauses. Wir sehen hier schon eine starke Verknüpfung dieser drei Faktoren mit der Bevölkerung und wir sehen auch hier über die Opposition Merkur-Neptun eine starke Spannung zwischen Merkur, der Bevölkerung und Spitze 12 des Hauses, die belogen und betrogen wurde, und Neptun, Herrscher des 10. Hauses, zu den Stazipaten, zur Junta. Sozusagen hier wird keine große Liebe mehr daraus. Und aus der Rückläufigkeit von Merkur und auch von Neptun erkennen wir, dass beide Seiten geschwächt sind, dass beide Seiten angeschlagen, angezählt sind. Und naja, ich meine, was soll man noch dazu sagen? Nach 7 Jahren, seit 2015 läuft die Flutung. Über 1 Million sind über unsere Grenzen gekommen. Und jetzt nach 7 Jahren kommen diverse Vertreter auf die Idee, auf die geniale Erkenntnis, dass die Lage dramatisch ist. Was habt ihr in den letzten 7 Jahren gemacht? Was? Habt ihr geschlafen? Aber wir sehen ja, was Wahlmaschinen bewirken. Man kann ja der Bevölkerung keinen Vorwurf machen. Hier, der beliebteste aller Zeiten hofft, dass es im ersten Wahlgang schaffen wird. Leidet er unter Realitätsverlust? Nein. Er vertraut auf die Wahlmaschinen und wir brauchen nur schauen. Schau dir die Videos auf YouTube an, überall, wo er sozusagen sich der Öffentlichkeit zeigt. Ja? Buhrufe, Pfiffe, hau ab, die Leute schreien, ja? Die toben vor Wut. Und er hofft, dass es im ersten Wahlgang schaffen wird. Ich meine, er kann darauf vertrauen. Er kann auf ein System vertrauen, was sich in den letzten Jahrzehnten bewährt hat. Wir sehen hier diesen Neumond in Opposition zu Jupiter. Hier, wie eine gespannte Armbrust, vielleicht hängt das mit Wilhelm Tell zusammen, ja? Vielleicht geht es hier um eine Freiheitsbewegung. Wie die gespannte Armbrust von Wilhelm Tell schaut für mich dieser Aspekt aus. Hier ist sozusagen der Körper der Armbrust und hier ist sozusagen der Bogen der Armbrust, gespannt über Saturn, Uranus und in der Mitte ist sozusagen Jupiter, und weil es der schnellste ist, ist der Mond offensichtlich der Pfeil. Ja? Also das heißt, wir können hier eine gewaltige Situation herauslesen, nämlich wenn wir hier zum Beispiel uns wieder mal anschauen, die Halbsumme Saturn-Uranus, also hier jetzt Konflikte, Auflösung, Auflehnung, Freiheitsdrang, Gewalttätigkeit steht hier auch. Naja, es ist ja das Revolutionsquadrat, das feste Quadrat, ja, und Uranus ist ja der Herrscher des 8. und 9. Hauses, ja, und hier steht dann unter Jupiter, was haben wir da, kann man das hoffentlich schön lesen, plötzliche Wendung in Schwierigkeiten hineingeraten, Verluste, ja, Verluste. Und bitte bedenken, dass über den Spiegelpunkt Jupiter, für mich ist der Jupiter der Fokuspunkt dieses Horoskopes, dass über den Spiegelpunkt Merkurs zu Jupiter auch die Bevölkerung Merkur mit von der Partie ist. Ja? Also nicht glauben, ja, die Bevölkerung ist jetzt außen vor. Nein. Wir sind genau mittendrin in dieser Halbsumme. Und was sagt uns diese Halbsumme von den einzelnen Faktoren? Zunächst einmal im Fokuspunkt Jupiter als Herrscher des 6. Hauses. Hier geht es um Arbeitsplätze, aber auch besonders um das Frostschutzthema. Und das ist sehr, sehr offensichtlich. Im 10. Hause hat es auch eine herausragende Bedeutung. Alle drei sind rückläufig, das heißt, hier handelt es sich um Prozesse, die mit der Vergangenheit zusammenhängen. Nona nicht. Saturn ist der Herrscher des 7. Hauses und beschreibt internationale Partnerschaften, Verbindungen, welche hier für uns, weil das ist ja für uns berechnet, mit dem Ausland zusammenhängen, mit dem fernen Ausland. Naja, Handelspartner und ferner Osten, würde ich sagen, sind sehr naheliegend. Aber über das Quadrat zu Uranus, Herrscher von 8 und 9, ja, sehen wir, dass einerseits die Verträge den Bach runtergehen, 7. und 8. Haus, aber über 8. und 9. Haus, die Kombination, sehen wir auch die vertraglichen Probleme mit Handelspartnern aus der Ferne, die selber Schwierigkeiten haben, ja, also die selber in Notlage geraten sind. Also das heißt, hier haben wir eine ziemlich starke Verknüpfung. Und natürlich haben im 11. Haus die Handelspartner, die den Bach runtergehen, auch Auswirkungen auf uns verbündete Staaten in Europa, Euro-Mitgliedstaaten, Euro, also Handelspartner von Deutschland. Ja. Also hier sehen wir doch
große Rückkopplungseffekte, und das ist eben das Problem bei einer quervernetzten Welt, wo alle miteinander zusammenhängen und wo dann die Devise lautet, mitgefangen, mitgehangen. Also das ist wie bei einer Bergsteigerseilschaft, wenn der eine fällt, dann folgen ihm die anderen wie von selbst, ja, wenn auch nicht freiwillig. Auch wenn sie sich mit den Fersen verzweifelt sozusagen in den Harsch-Schneematsch, Schneestämmen, aber sie ziehen bestenfalls eine Doppelspur bis zur Abbruchkante, und dann folgt am nächsten Tag die Schlagzeile in den Medien. Also das heißt mitgehangen, mitgefangen, mitgefangen, mitgehangen. Ja, das hat zwei Bedeutungen. Und wir sehen auch den Mars als Herrscher des 11. Hauses im 12. Haus, also das heißt starke Auflösungsprozesse für verbündete Staaten. Wir sehen aber auch gleichzeitig Mars als eingeschlossenen Herrscher des 5. Hauses. Das heißt, hier geht es auch um unseren Wohlstand, der sich hier in einer Auflösungsspirale befindet, und auch der zweite Herrscher, Nebenherrscher des Wohlstandes, Pluto, rückläufig im 7. Haus im Steinbock. Die Dinge werden sozusagen offensichtlich. Logisch hängt Wohlstand mit Handelspartnern zusammen. Das ist so eine Nona-Net-Aussage. Geht es der Wirtschaft gut, geht es der Bevölkerung gut, geht es der Wirtschaft schlecht, dann sehen wir, was kommen wird. Und ich würde sagen, wir haben es mit der Vorhersehbarkeit des Erwartbaren zu tun, oder mit der Erwartbarkeit des Vorhersehbaren, wie du es möchtest. Es trifft uns in dem Fall alles. Uns, Bevölkerung, 1, 2, 3, 4 Planeten im 4. Haus, das ist wie gesagt eine mächtige Konstellation, eine schwere Phase jetzt, in der sich die Bevölkerung befindet. Und ich würde sagen, einerseits Umorientierung, andererseits sehe ich hier auch natürlich Proteste. Ja? Also ich sehe hier sozusagen die Bevölkerung, welche sich bereits, spät aber doch, Gedanken über diverse Zusammenhänge macht. Ich suche noch, haben wir irgendeinen Faktor in diesem Horoskop vergessen, haben wir was außer Acht gelassen. Wir sehen Venus als Herrscherin des 5. Hauses in Konjunktion mit Merkur, also mit der Bevölkerung. Das heißt, wir sehen auch hier Venus, Neptun, Auflösungsprozess des Wohlstandes, Auflösungsprozess des Wachstums, Täuschung. Ja. Hier sehen wir auch, wer ist der täuschende Faktor. Hier haben wir zum Beispiel den Propheten Habakuk, beziehungsweise seine Inkarnation. Der Prophet Habakuk, der sozusagen immer beschwichtigt und von, ein Genie, ein absolutes Genie. Ja. Man geniert sich, Jungfraugeborener zu sein. Und der sozusagen uns nach wie vor Sand in die Augen streut, es aber selber nicht mehr glaubt, es sich nur noch lächerlich macht. Ja, und das ist das System. Hier sehen wir die Junta von ideologischen Egomanern, die von nichts eine Ahnung haben, aber die hier sozusagen eines können, alles perfekt an die Wand fahren. Das können sie gut, denn Takatukaland, dort wird alles mit Dampf betrieben. Takatukaland ist sozusagen ihr großes Ziel. Schauen wir mal, wie viele sich bei der gestrigen Frage des Tages, Tagesfrage beteiligt haben, 1195 Stimmen. Naja, das ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass ich die Frage etwas kompliziert gestellt habe, und vielleicht ist es auch von mir wieder eine abstruse Verschwörungstheorie, aber ich glaube halt nicht alles. Bitte um Vergebung, wenn ich so nicht ganz so glauben möchte, ja, wenn ich nicht so ganz glauben möchte, was hier so gebracht wird. Man darf ja gewisse Zweifel anmelden, deswegen habe ich hier dann auch das Wort dürfen. Wir dürfen durchaus davon ausgehen, aber dazu kommen wir gleich. Die Frage hat gelautet: Derzeit läuft leider großes Kino. Vor unserer aller Augen läuft eine medial inszenierte Show ab, und wir wurden darauf konditioniert, alles blind und naiv zu glauben. Naja, Fernsehen ist ja bekanntlicherweise Einwegkonversation. Man wird konfrontiert, man hat keine Möglichkeit zur Rücksprache oder Rückfrage. Da wird von Teilmobilmachung gesprochen, und gleichzeitig geben inhaftierte Dissidenten Interviews aus dem Gefängnis heraus. Bitte mit drei Fragezeichen. Bitte, was soll das? Glaubst du, dass in diesem Land eine Maus, ja, eine Maus einen Pieps lassen könnte, ohne dass es sozusagen von oben genehmigt ist? Nein, das glauben wir alle nicht. Also das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass hier eine Absicht vorliegt. Also das heißt, dass man hier will, dass wir gewisse Informationen bekommen. Also das heißt, man steuert unsere Medien. Auf allen Titelseiten können wir die Verhaftung von Dissidenten sehen. Überall offene Grenzen. Offene Grenzen überall? Wie geht das?
Ja, da habe ich schon Autokolonnen gesehen und wir wissen ja, dass in diesem Staat sozusagen niemals abgeriegelt wurde, dass dort Grenzen offen sind wie Scheunentore, jeder darf herein, wer hat noch nicht, großartig. Also das ist alles so glaubwürdig, wir glauben es, wir glauben es, wunderbar. Wir dürfen durchaus von einer cleveren Inszenierung ausgehen, nicht wir müssen oder wir sollten, wir dürfen. Also man darf ja nachdenken, ist ja nicht verboten. Ja? Nachdenken ist ja durchaus eine Tugend und 100 Milliarden Gehirn sind gut von Satansphon und Mikrowellen schon sicher um ein paar Milliarden hinunterkorrigiert, aber trotzdem, es reicht noch zum Selbstständigdenken. Wie bekomme ich hunderttausende Dissidenten hinter die feindlichen Linien via Django Asyl? Welche Antwort trifft für dich am ehesten zu? Also sehr spannend, dass hier möglicherweise, wir wissen es nicht, das ist wieder eine bösartige Verschwörungstheorie, die mit der Wahrheit überhaupt nichts zu tun hat. Und naja, 27%. Konzertiertes Vorgehen gegen uns nach beidseitiger Absprache. Jo, da bin ich schon dabei. Ich bin da in der Fraktion. Ich bin in der zweitstärksten Fraktion. Immer wieder anfragen, ja, ist der Vladi, ist der vielleicht auch von der bösen Seite? Nein, der ist gut, der ist spitze. Man muss halt nur wissen, welcher es gerade ist. Der wievielte Doppelgänger, mit dem man es zu tun hat. Aber ansonsten interessante Kunstfigur. 58. Ja, es gibt auch Leute, die fragen, ist Superman real? Sag ich, der ist mindestens ebenso real wie Batman oder Spider-Man. Die gibt es wirklich. Ja, man muss nur dran glauben. Aber in den Medien, in den Kinofilmen gibt es, also müssen sie real sein. 58%, vielleicht das größte trojanische Pferd aller Zeiten. Naja, ich weiß nicht, ob es das größte trojanische Pferd ist, aber ich meine, es ist so offensichtlich, mit Entschuldigung, es ist so offensichtlich, dass man durchaus von einem Danaer-Geschenk sprechen darf. 4%, die Russen waren für ihr listiges Vorgehen berühmt, berüchtigt. Naja, also dem würde ich nicht widersprechen. Sozusagen nach dem Händedruck bitte alle Finger nachzählen. Na, Scherz beiseite. Ja. 7%. Die ideologischen CO-Abwehrkämpfer springen doch in jede Falle. Naja. Ich sag dazu jetzt nichts. Ja. Habakuk, schau over. Es ist genial. Ja. 5%. Ich halte das für doch ein wenig zu weit hergeholt. Ja, gebe ich zu. Es ist ja, ich hab's ja gesagt, es ist eine Verschwörungstheorie. Ich habe nicht gesagt, dass es der Wahrheit entspricht. Es ist nur eine Hirnspielerei, es ist ein Hirnstück. Es ist nur mal die Ventilation einer theoretischen Möglichkeit, die theoretisch möglich ist. Jan und René schreiben, es ist besser von der Wahrheit verletzt zu werden, als von einer Lüge getröstet. Ja. Die Gesine schreibt, nicht vergessen, Stress und Angst sind die größten Feinde für dein Immunsystem. Gebe ich dir recht, Mikrowellen sind aber auch nicht minder schwach. Der Günther schreibt, wenn das inszeniert ist, also abgesprochen, dann Punkt 1. Punkt 2, ja, wir werden irgendwie reingelegt. Was klettert nachher aus dem Pferd heraus? Naja, was wird der Horch, was kommt von draußen rein? Ja? Also, naja. Die Claudia schreibt, in der Politik geschieht nichts zufällig. So ist es nun mal, machen wir das Beste daraus. Und Sabine schreibt, alles ist richtig, so wie es geschieht. Naja, ich würde sagen, die Dinge geschehen so, wie wir wollen. Das heißt ja, es geschehe nach deinem Willen. Ja? Hat ja damals ein Jesus Christus im Neuen Testament, glaube ich, schon gesagt, wie diese Geschichte mit diesem Hauptmann von Kapernaum, mit seinem kranken Diener, wo er gefragt hat, glaubst du an mich? Und der Hauptmann sagt, ja, Herr. Und dann sagt er, dann geschehe nach deinem Willen. Unser Wille geschehe, okay? Gut, ich möchte noch irgendwo draußen, ich muss noch frei schwurbeln, solange es noch nicht regnet, weil es schaut heute ein bisschen kritisch aus. Ich möchte noch einen vierten Teil anhängen. Irgendwie muss ich das noch auf die Reihe kriegen, weil du weißt, ich habe noch etwas zu vermelden. Gut, das war's und ja, weiter zum hoffentlich besten Teil des Tages. Ende.